Die Determinante und ihr Effekt auf die Matrix im dreidimensionalen Raum. Dazu nehme ich Bezug auf die externen Videos über die Determinanten. Wir hatten in diesen Videos einen Würfel uns betrachtet. Diesen Würfel zeichne ich jetzt herausgelöst aus dem kartesischen Koordinatensystem nochmals hier an. Dieser Würfel wurde ja von seinen Vektoren, Ortsvektoren aufgespannt. Wir hatten gewählt den Ortsvektor 0, 3, 0, den hier, dann den Ortsvektor 3, 0, 0, den hier und den Ortsvektor 0, 0, minus 3, den hier. Ne? Also, wenn wir jetzt, hier ist der Koordinatenursprung festgelegt worden, wenn wir diesen Würfel und somit seine Seitenlängen, hier stehen ja nichts anderes als den Würfel seine Seitenlängen, diese Minus bezogen auf die negative Z-Achse interessiert nicht, die muss hier festgelegt werden. Wir hatten entsprechend festgestellt, dass man, wenn man das Volumen dieses Würfels festlegt, den Betrag daraus errechnen muss, um dieses Minus wieder letztlich loszubekommen. Das soll uns hier nicht weiter stören. Wir wollen uns lieber erschließen, was eine Matrix auf diese Ortsvektoren angewendet auslöst. Dazu wenden wir eine Matrix auf diese Ortsvektoren an, die sich auf die Skalierung auswirkt. Wir verwenden sozusagen die exakt gleiche Matrix, wie wir sie im zweidimensionalen in Bezug auf die Fläche gewählt hatten, nur eben mit einer Koordinate mehr. Gut, jetzt schieben wir unsere Ortsvektoren durch diese Matrix hindurch und erschließen uns, was für ein Vektor dabei rauskommt. 2 mal 3 ist 6. Plus 0 mal 0 plus 0 mal 0, naja, es bleibt die 6 hier oben. Gut, 0 mal 3 ist 0, 2 mal 0 ist 0, 0 mal 0 ist 0, da bleibt die 0. 0 mal 3 ist 0, plus 0 mal 0 ist 0, plus 2 mal 0 ist ebenfalls 0. Der erste Vektor, der sieht so aus. Der zweite Vektor, angewendet auf unsere Ortsvektoren des Würfels, 0, 3, 0. Naja, 2 mal 0 ist 0, plus 0 mal 3 ist 0, plus 0 mal 0 ist 0, 0 für x. 0 mal 0 ist 0, plus 2 mal 3 ist 6, plus 0 mal 0 ist 0, also die 6 für y. 0 mal 0 ist 0, 0 mal 3 ist 0, 2 mal 0 ist 0. Somit fertig, der zweite Vektor steht. Gut, der letzte Vektor von unserem Würfelobjekt, der muss auch durch die Matrix durchwandern. Das ist der hier, 0, 0, minus 3. Gut, 0, 0, minus 3. 2 mal 0 ist 0, plus 0 mal 0 ist 0, plus 0 mal minus 3 ist 0. 0 mal 0 ist 0, plus 2 mal 0 ist 0, plus 0 mal minus 3 ist 0. 0 mal 0 ist 0, plus 0 mal 0 ist 0, plus 2 mal minus 3 ist minus 6. Gut. Wir sehen, was hier passiert ist. Der Vektor hier, der alte Ortsvektor von unserem Würfel, wurde jeweils verdoppelt. Ne? Gut, was können wir nun hier ableiten aus dem Ganzen? Bezogen auf unsere alten Vektoren war ja das Volumen des Würfels einfach die Multiplikation seiner drei Seitenlängen. Ne? Also 3 mal 3 mal minus 3. Ne, wir hatten dann ein Volumen von 27 ermittelt. Gut, wenn wir jetzt dieses Volumen von den neuen Seitenlängen, also die vergrößerten Seitenlängen, mit den doppelten Seitenlängen kann man auch ausdrücken, berechnen möchte, dann verfährt man hier analog. Das Volumen, Betrag 6 mal 6 mal minus 6. Ne? Gut, also 6 mal 6 ist 36 mal minus 6 ist
216. Ne? 216, hier wäre minus 216, aber wir ziehen ja den Betrag davon, also haben wir kein negatives Volumen, das ja in der Realität auch nicht existiert, sondern das Volumen mit den erwünschten positiven Vorzeichen. Gut, nun die Determinante. Ne? Was macht diese Determinante mit unserer Matrix hier? Gut, dazu müssen wir die Determinante auf diese Skalierungsmatrix anwenden. Determinante, ich beziehe mich dabei auf die Folgevideos jetzt ohne Beträge, weil die Vorzeichen eben entsprechend wichtig sind, wenn man Determinante mit Matrix verknüpft. Wir fügen die Skalierungsmatrix in die Determinante hier ein. Der Satz des Sarus muss jetzt hier berücksichtigt werden. Hauptdiagonale, die erste Rechnung, 2 mal 2 mal 2 ist 8 plus zweite Rechnung der Hauptdiagonale, 0 mal 0 mal 0 ist 0. Dritte Rechnung der Hauptdiagonale plus 0 mal 0 mal 0, naja, und es ist insgesamt 0. Jetzt kommt die Nebendiagonale, die ich nach Sarus abziehen muss, also Minus, dann die Klammer setzen für unsere Nebendiagonale. Die erste Rechnung der Nebendiagonale ist 0 mal 2 mal 0, naja, ist 0, plus zweite Rechnung der Nebendiagonale, 0 mal 0 mal 2 ist 0, dritte Rechnung der Nebendiagonale, 2 mal 0 mal 0 ist 0. Also ich ziehe insgesamt hier hinten wieder 0 ab, das kann ich somit vergessen. Was überbleibt, ist diese 8. Also die Determinante meiner Matrix, die bezeichne ich jetzt mal abgekürzt mit M, ist 8. Und zwar plus 8. Dieses Plus ist ein Indiz dafür, dass ich die Orientierung meines Objekts, also bezogen auf unser Beispiel den Würfel, nicht ändert nach Anwendung dieser Matrix auf seine Ortsvektoren, sprich auf seine Seitenlängen. Gut, diese 8 besagt den Vervielfachungsfaktor seines Volumens. Schauen wir nochmal zurück auf das alte Volumen, das hatte den Wert 27. Naja, das neue Volumen hat den Wert 216. Jetzt kann ich mir das in der Form plausibel machen. Ich multipliziere die 8 mit meinem alten Volumen, das war die 27, und voilà, wir haben die 216. Gut, somit haben wir uns plausibel gemacht, was die Determinante in Verknüpfung mit der Matrix im Dreidimensionalen angibt. Das ist der Faktor, um den das alte Volumen vervielfacht wird. Ne? Mein altes Volumen wird um den Faktor 8 vervielfacht und die Orientierung bezogen auf den Würfel bleibt erhalten, weil ich ein positives Vorzeichen habe. Gut, damit beende ich dieses Video.